Nobody steals our chicks and live. Ja. Ja, das geht ja gut los. Hi Leute, ich bin's wieder, euer Grim, und heute gibt's wieder ein kleines Let's Play. Duke Nukem 3D in der Megaton Edition. Ja, Kapitel 2. Come get some. Und mit dabei ist, wie ihr sehen könnt, wieder der Smash D. Hallo Smash. Hallo. Ich geh mich mal weg, während du da auf die Fresse kriegst. Ich hab noch nichts abgekriegt, ja. Glücklicherweise. Ja, wunderbar, wunderbar. Hier gibt's irgendwo ein Secret, glaube ich. Irgendwo hier oder hier oben. Irgendwie war das hier doch so, oder nicht? Da hier. Hä? Guck mal gleich. Ich weiß nicht, ich hab wieder nichts mitgekriegt. Ja, ich auch nicht. Aber irgendwo ist was aufgegangen. Da, hier. Haha. Habe ich das wieder zugemacht, oder was? Ich weiß nicht genau, ich glaube, man muss sich einfach nee, von die Schildtür klicken, dann geht das auf. Du kannst hier irgendwie so... Hier, da, siehst du hinter dir? Ja! Warte, ich mach... Ja. Ach, du warst da eh schon drin, ne? Ja, aber du kannst ja dann gleich trotzdem wieder was holen. Wenn du magst. So, ich trinke hier mal, während du weiß Gott wo bist. Ja, hinter dir. Hallo! Aber warte mal, dieses weichgezeichnete mag ich nicht. Ich mach das wieder auf Retro. Ja, Retro muss sein. Ich hab das auch auf Retro gestellt. Retro rockt. So ist besser. So, jetzt bin ich auch Sid. Hier oben gibt's ein Secret. Tada! Groovy. Groovy! Secret. Das wusste ich noch. Who wants some? Ich mag Secret. Secret. Genau. Was? Wo ist er? Wo? Oh, jetzt ist er hier. Nee, daneben. Das ist ja ganz schön frech. Ich weiß, dass ich von hinten bin. Yeah! Ach, geh du mal ruhig vor. Ich hole mir der Wand noch ein paar Raketen. Wo hab ich denn treten? Verdammt. Ach, hier. So, irgendwas haben wir hier geöffnet. Das dürfte da vorne sein, ja. Ah! Schade. Geht mir doch nicht auf die. Ihr wisst schon, ja hier. Obwohl, jetzt ist das Zeug bestimmt wieder da. Fast. Das kann natürlich sein. Okay. Ich stelle mich hier schon mal in den Aufzug und hänge ihn dann so. Huch. Plötzlich ist der Ton weg. Ja. Bissl buggy. Oh. No. Damn, I'm good. Hey. Nee, nee. So, was gab's denn hier nochmal? Was für ein. Am besten immer nur einer an der Tür. Ja. Ach, hier geht's nach unten, ne? Genau. Super, das ist ah. Au. Ja, du darfst natürlich mitkommen. King, baby. Shrinker! Hier gibt's noch irgendwie ein Secret, glaube ich, oder? Wie war das? Ne, hier geht's einfach weiter. Nein! Nein, du musst warten, sonst komme ich da nicht weg. Du musst warten. Oh, ja, dann geh du halt vor. Wieso? Alter, musst du einfach nur nach vorne gehen, oder nicht? Du musst dich töten. Mann, ey. Wo war denn jetzt das Problem? Man muss doch nur nach vorne laufen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, um aufzupacken. Ich dachte, ich... Ach nee, da geht eine Tür auf. Was? Hä? Ja, ich habe keine Ahnung. Ach so, hier wahrscheinlich. Da oben ist irgendwas aufgegangen. Hier, da, dort. Hier gibt's ein Jetpack. Das ist schon mal gut. Oh Gott. So.
Hier kommen wir her, genau. Und jetzt habe ich ein Jetpack, jetzt fliege ich mal nach oben. Tschüss. Ciao, und jetzt komme ich wieder runter. Ich hätte auch gerne. So. Ah ja, hier. Oh, die könnten die Respawn Times. Dass das Zeug wieder kommt, das könnten die wirklich mal schneller machen im Koop-Modus. Ah, okay. Finde ich. Das ist ja. Nee. So, weiter geht's. Das ist aber noch nicht aufgegangen hier, oder? Nee. Ich flieg mal nach oben und guck mal, ob da was ist. Hast du die rote Karte? Nö. Okay. Also hier oben ist auch irgendwie gar nichts. Ist ja cool. Ach, hier ist doch was neu. Was? Wo? Wer? Was? Oder hast du das schon gemacht? Ja, das habe ich schon gemacht. Das war nur das vorletzte Teil. So war das. Ja, genau. Okay. Ja, ach so, genau. Jetzt ist hier dieses Energiefeld weg. Hier. Ja. Yippie! Ach, hier unten gibt es, glaube ich, die rote Karte. Oder? Auch nicht. Ne, da gibt's die oben. Hier gibt's erstmal ein Jetpack. Ja, ja. Ich fliege jetzt gerade nach ganz oben. So, falls du fragst, wo ich bin. Oh. Ah, musst du mich so erschrecken? Komm her. Da kann ich kommen. Toll. Oh. Du standst mir leider im Weg. Die Rakete ist dir ins Gesicht geflogen. Ich muss da mal irgendwie dran vorbei. Warte. Oh, meine Fresse. Ich dachte, die Rakete würde an dir vorbeifliegen, hat's aber nicht. Holy shit. Holy shit. Aber dir hat das Halo natürlich gar nichts gemacht, ne? Baby. Nee. Nö, warum auch? Bist du dran vorbei jetzt? Oder bist du gestorben? Was? Ich bin gestorben. Ne. Doch. Come get some. Ich hole mir nochmal hier so ein paar Raketen. Nicht Raketen. Come Granaten. Mein Gott. Ist schon schwer, ne? Raketen, angetriebene Granaten, genau. Ja, das sind die besten. Atomgranaten, verdammt! Was? Das müssten eigentlich alle tot sein. Oh nein! Ah, was? Oh. Ich hab da so, nee, ich bin nochmal hier ein neues Jetpack. Ja, was wollen die alle hier? Verzieht euch! So, jetzt ist mal Ruhe. Auto-Aim. Das glaube ich auch. Ich habe jetzt übrigens eine rote Karte. Aber das hatte ich hier eben schon. Gehabt. Juhu! Yippie! Aua! Mitten ins Gesicht. Hab ich mich erschrocken. Oh! Ende! Ende Gelände, yay! Ja, dann machen wir direkt das nächste weiter, oder? Ja, klar. Das war ja Pillepalle. Oh, cool. Was? Wo? Wer? Ach, ich fand das schön mit dem Andocken. Hinter dir. Joa. Nervige Mistviecher. Nein. Haut ab. Nein. Hail to the King, baby. Ja, ist ja zum Glück hier am Anfang. Hier oben ist ein Atomic Health drin. Wo? Da, wo du gerade drin warst. War? Ja. Jarr! Dann warte ich mal einen kleinen Moment. Jarr! La los, tauch auf, du bist wie. Yes! Und weiter geht die wilde Fahrt. Wo lang überhaupt? ich weiß es nicht. Hier sieht gut aus. Hier. Der biegt sich weg. Hat ihm trotzdem nichts gebracht. Frechheit. Schon mal vorsichtshalber irgendwie Granaten reinwerfen. Da fährt aber so einiges hin und her. Yep. Hast du gerade dieses... Nee, war ich nicht. Oh, fuck. Hätte sich weggeblieben. Tommy! Da ist auch noch ein
Non Atomic für dich. Mann. Okay. Jetzt ist die Secure Area nicht mehr ganz so secure. Ah! Ne, das kann ich nicht gebrauchen. Ach, Mann. Okay. Ah, okay. Genau. Los, los, los! Au! Aua! Alter. Was machst du da für Blödsinn? Ach, so eine blöde Drohne. Keine Viecher hier an der Decke. Na. Bleib schön da. Oh, bleib schön da. Ja. So, wo bist du? Du bist wahrscheinlich auf der anderen Seite, richtig? Genau. Richtig. Work, work. Ah, hier, guck mal, hier gibt's. Ah! Da krabbelt's, da bin ich nicht hin. Bäh. Bäh. Pfui. Macht keinen Spaß hier, ich will weg. Ich möchte ganz woanders hin. Vielleicht an den Strand oder so. Hey! Was? Was war jetzt das? Okay. Diese Geräusche hier. Was ist hier los? Wo bist du überhaupt? Noch in diesem Raum? Ja. Ah ja. Links geht's weiter. Also aus dem Raum raus dann. Jetzt. Ah, hier, okay. Yes! Ah! Viecher! Alles voller Viecher! I'm gonna get medieval anyway. Mein Gott, auf so zu retten hier. Was ist hier los? Weg! Danke. Nicht, dass wir irgendwie drücken. Hier unten gibt's auch noch was Schönes. Ah, Viecher. Ja, diese Schalter kannst du drücken. Ah, so. Oh, oh, oh. Nein, hau ab. Lass mich, ich war zu nah dran, ich bin gleich wieder da. Ich hab auch nur noch 5 Energie. Das war wohl eine saublöde Aktion, ey, saublöd war das, saublöd. Ist hier irgendwo Lebensenergie? Ah ja, hier, gut, danke. Irgendwo? Ey. Und sofort da, ich heile. Ja. Ja, klang jetzt nicht begeistert. Ach, die blöden Viecher. Soll ich wegbleiben? Ja, ja. Ich hole nochmal eben kurz die Waffe und. Beziehungsweise erstmal die Munition. Und dann gab es auf der anderen Seite, glaube ich, eine Waffe. Ja, genau da. Ja, die hast. Ja, perfekt. Perfekt! Die können wir doch gut gebrauchen. Ja! Jetzt möchte ich hier schnell wieder raus. Ah! Alter Falter! Oh, First Aid! Achso, warte mal! Hier, da ist First Aid drin. Aber die ist jetzt wahrscheinlich weg. Ja. Ich glaube, die ist jetzt weg. Da muss ich jetzt warten. Aber soll ich jetzt warten oder nicht warten? Oder geht's einfach weiter? Mach doch, doch, warte mal. Ja, nochmal. Warte mal! Ja, dann geht's weiter. Ein bisschen Munition hier. Schon voll. Guck mal, jetzt haben wir in einer knappen Viertelstunde 2 Level gepackt und nicht wie beim letzten Mal innerhalb von 2 Stunden ein Level. Ist doch sagenhaft, oder nicht? Ja. Ja, mit diesen wundervollen Bildern möchte ich mich für heute erstmal wieder verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Teil, der da heißt Warp Factor. Ja, Leute, macht's gut. Bis dann erstmal, euer Grim.
Leute, ich bin's, der Grim, und hier gibt's wieder ein kleines Let's Play. Duke Nukem 3D in der Megaton Edition. Wir sind mittlerweile im dritten Level der zweiten Episode angekommen und schauen mal, was hier so geht. Nicht wahr? Ja. Ja, genau. Das war wie immer Smash D. Hallo Smash. Hallöchen. Was zum Geier? Was ist das denn? Alter Falter. Jetzt muss ich auch nochmal zurück. Hier gab's, glaube ich, gab's hier nicht Energie oder baby. So? Doch da. Dies habe ich doch richtig gesehen. Und eine Kamera. Okay, da geht's. Aua. Was? Ja, da gibt es den versprochenen Warp-Kern und den müssen wir entweder zerstören oder irgendwie deaktivieren oder was auch immer. Nicht wahr? Da kann man ja... Da ist ein Atomic Health, was da so drumherum orbitiert. Orbitiert. Da drin? Ja. Orbitiert, das finde ich sehr schön. Ja, da oben. Ja, genau. Okay, ich höre nur... Ach, danke. Ja, bitteschön. Was gibt's denn hier so? Ah, hier gibt's ein Secret. So, dann. Ja, weiß ich nicht. Also, es geht einmal hier lang und es geht einmal hier lang. Ich bin jetzt hier. Uah! Ja, gut, dass du mich wieder hochholst. Mach du das mal da unten. Ah, das Vieh ist selbst reingerannt. Sehr schön. Da waren nämlich ein paar Minen. Okay, hier brauchen wir eine blaue Karte. Okay. Tag. Hä? Na, wie schaut's aus? Habe ich gar nicht gesehen. Schon bei der Arbeit. Ja, der war ja auch hier im Dunkeln. Der war ja versteckt. Das zählt ja auch nicht richtig. Hä? Ach! Der schreit. Hier. Oh. In der Mitte. Wieder so ein Mistvieh. Eine fiese Drohne! Genau. Was zum... Haha! Diese fetten Viecher. Aus der Luft getreten. Wunderbar! Das war schön. Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwie einen Schlüssel. Ja, einen gelben. Also wir brauchen jetzt blau und gelb. Also wieder zurück erstmal, ne? Würde ich mal vermuten, denn hier geht's ja irgendwie nicht weiter. Also, die andere Seite muss es dann wohl bringen. Ach, guck mal, Raketen. Yippie! Ja, yippie! Yippie, yippie, yay, yippie, yay, Krawall und Remi Demi. Ach, hier war ich doch vorhin schon. Ich bin fast gestorben. Oh, Atomic Health. Was für ein Nahkampf hier. Was ist denn da hin? Das ist irgendwie nicht so. Hier summt es gar sehr. Ja, so ist besser. Was, wer? Oh. Wer will was? Okay, schon wieder so eine Tripe-Bomb. Nu? Müssen wir das Ding zerstören oder? Einfach hier. Hier gibt's doch bestimmt einen Schlüssel, oder nicht? Naja, es blutet. Hier ist doch Atomic Health. Was? Oder es blutet. Oder es rostet, blutet, ich weiß es nicht. Ah, ich habe eine blaue Karte. Oh cool. Ich wieder nach oben. Ja, husch, husch. Husch, husch. Junger Mann. Ah, hier. Ja. Hallo? Ja, ja. Du stehst hier voll im Weg, ne? Das ist dir klar. Warte, jetzt will ich auch raketen. So. Okay, dann komme ich nochmal wieder nach oben. Dankeschön. So, bitteschön. Ja, perfektes ist ja Timing. Keine Ursache, ne? Ist ja... So, hier. Blau, blau, sind blau. Sind keine Raketen. Und? Raketen. Was? Hä? Achso. Irgendwas sagt mir, dass hier gleich ein fettes Vieh auftaucht. Oder auch nicht. Okay, wird's da was für einen Nahkampf? Oh, das klingt schon nicht so gut. Ja, war doch klar. Hey. Oh, von hinten. Danke fürs Abfangen. Ja, keine Ursache, wie immer. Aua, boah, das war... Warst du das? Ja. Ich habe komischerweise nur einen Lebenspunkt dadurch verloren, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Von mir ist eine blöde Tür. Komm ab. Okay. Mein Gott, ist das hier ein Chaos. Mach du mal die Tür auf. Ab jetzt bist du der Türöffner. Hier gibt's so einen Schalter. Ja. Ah, so ein Shuttle kommt rüber. Da kommt was geflogen. Oder wir fliegen dorthin. Hallo. Tag. Na, der hat wohl echt... Ohne Tür zu machen? Die ganze Zeit drin, hat auf uns das ist aber ungesund. Was? Was? Oh. Ach, die Tür vom Shuttle. Na, da ist überhaupt keine. Voll ungesund. So. Ah! Danke! Perfekt! Hier! See you in hell. So sieht's aus. Achso, hier mal klicken. Klicke die Klack. Okay. Ich drück hier einfach wild drauf. Ah, das war funktioniert. Ja, das ist immer super. Wie bescheuert auf die Knöpfe drücken, irgendwann haben wir die richtige Kombination. So. Ah! Mann, ey. Mann, doch. Oh, hier ist schon wieder. Was? Wurde geswischt. Oh nein, ich hab's zerrissen, Alter. Ich war zu nah an meiner eigenen Rakete. So ein Shit. Mann, ey. Ja, das ist natürlich äußerst ungünstig. Gerade jetzt muss hier so haarig. Aber du kommst ja bestimmt gleich wieder. Die meisten Waffen habe ich ja nicht mal gebraucht. Und diese Drohnen nerven mich so immens. Das geht gar nicht. Come get some. Oh, was bitte? Ich glaube, ich spinne. Ich habe jetzt den gelben Schlüssel, also im Grunde musst du nicht unbedingt den ganzen Weg zurückkommen. Ich komme jetzt einfach zu dir. Das ist ja das Schöne, ne? Wenn man da zu zweit spielt. Oh, was zur Hölle war das? Bitte, was? Wollt ihr mich verarschen? Ich hallo. Hatte nur so einen Schatten lang huschen sehen, da war ich mir nicht ganz sicher. Ach, guck mal. Ich auch nicht. Ein paar Raketen. Ich hab nichts gemacht mit der Tür. Ich weiß. Dann schauen wir mal, was wir jetzt mit dem gelben Schlüssel anfangen können. Hoffentlich nur Gutes. Ja, wie immer Gutes, natürlich. Oder war das hier unten? Ne, das war bestimmt da unten, ne, wo wir gerade waren. Ich hole mir noch mal ein paar Raketen. Oder war das hier? Oder dort? Ne, hier war das doch ganz bestimmt nicht. Ne. Dann war es doch da unten. Was? Ruby. Ja, ich gehe schon mal nach unten. Ja, hier unten sind wir richtig. Wo ist er denn? Zeug sammeln. Ach ne, hier nicht lang. Gut. Jupai di und Jupai da. Was ist das? Ah, der ist tot. Meine Güte. Boah. Ich glaube, es hackt. Oh Gott, hier kommt bestimmt gleich noch so einer, wenn. Niemand hier. Was ist denn hier? Da gibt's noch ein Medikit. Was? Wer schreit hier so? Bums, bums. Bitte, was ist hier? Oh, die Erde.
Ja, klar. Die Erde in einer Schneekugel. Ach, wie herrlich. Schütteln! Ja, los, auf geht's. So. Geht nicht. Passiert aber nichts. Langweilig. Weiter geht's. Langweilig. Langweilig. Jetpack! Paket! Und überhaupt, was ist das hier? Ach, hier schon wieder. Langweilig. Was, wo? Ja, puh! Hier, du bist doch staatlich geprüfter Türöffner. Ja. Der eine macht auf, der andere wieder zu. Was? Hab ich da was geöffnet? Ja, tatsächlich. Was war da drin? Oh, nimm du das mal. Ja, sonst nimmst du mir immer alles weg und ich muss warten. Das stimmt. Haben wir jetzt irgendwas Tolles hier gemacht? Den Knopf gedrückt? Irgendwie, was haben wir jetzt hier gemacht? Ja, ich habe da einen Knopf gedrückt. Ach, hier. Den da. Ach, hier an der Seite, ne? Ah, das Energiefeld ist weg. Jetzt können wir zu dem Warp-Kern vordringen. Warp, warp. Warp, warp. Tippi. Hier, First Aid Kit, hast du? Ja, habe ich. Okay. Danke, schön. Aber danke, dass du dran bist. Das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Warte mal, war das nicht hier? Können wir nicht da einfach rein? Hier? Hier, war das nicht hier? Ja, hier, guck, guck. Ah, cool. Hui. Nee, nicht hui. Nicht gut. Aua, aua, ich will doch nur da rein. Ich sterbe gleich. Was ist los? Oh, ich bleib einfach hier. So, jetzt. Ah. Boah, wenn das so lange dauert, dann warte ich mal eben, bis das wieder vorbei ist. Ja, mach mal lieber, das bringt irgendwie nichts. Ach so, Nein, wie komm ich da rein? So nicht. Ich weiß nicht, sorry. Was zum... Ich weiß es nicht. Oh, wieso habe ich jetzt wieder die ganze Zeit Sachen gesammelt, ey? Ja, das Level ist vorbei. Ja, dann... Das war, Level 3 der zweiten Episode von Duke Nukem 3D. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaltet doch beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis die Tage, euer Grim. Bam! Ich habe schnell noch eingesammelt, was ging. Ja. Warte mal, es geht sofort weiter. Wie hieß diese Map hier? Luna Apocalypse Fusion Station. Heißt? Fusion Station, genau. Fusion Station, okay. Okay, warte mal auf 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hi Leute, ich bin's, der Grim, und heute gibt's wieder ein kleines Let's Play. Duke Nukem 3D. Mittlerweile sind wir in Level 4 Fusion Station. Ist das richtig? Ja, ne? Naja, der zweiten Episode, oder des zweiten, ja, ist doch die zweite Episode, ne? Luna Apokalypse heißt sie. Ja, genau. Und jetzt rocken wir mal so ein bisschen los. Guck mal, was hier so geht.